Fähigkeitspunkte haben mir jetzt nicht den Anschein gemacht, als wären die auf die Episode quasi gekommen. Also was ist denn jetzt, zur Krake geworden als nächstes oder was? Welches Spiel, Alter? Ja, man weiß es ja nicht, ne? Jetzt haben wir immer noch eine Fliege. Eine Fliege hat aber. Ja, aber es hat immer noch Fliegen im Kopf. Ja, aber keine Fliege. Okay, wir müssen den Mistkerl runterholen. Solange er in der Luft ist, gehen wir nirgendwo hin in den Heli. Solange er in der Luft ist, ist nicht in der Luft. Müssen wir die Säcke zerstören oder die Augen weiterhin? Na, ich bin beides mal am Loop. Auf die Beine! Was passiert? Der zittert rum. Ja, bis nachher an Scheiße. Zack, der ist ein Bein gerade abgefallen. Jetzt ist hier eine Fliege. Willst du jetzt so viele Beine reduzieren, bis es wieder eine Fliege ist? Hä? Der ist in den Speer gefressen. Aha, schwer kommt die Pizza leider. Geil. Ein Blitzableiter. Ja. Oh. Das wird absorbieren, ein schöner Schock. Oh. Jetzt. Achso, ich ramme den Blitzableiter in den nächsten Zombie rein und dann wird der nächste Zombie aufgefressen von dem Vieh, sobald wir genügend Schaden gemacht haben. Also. Wir müssen jetzt wieder Schaden machen. Ja, dann nicht auf den Kopf ballern. So ganz simpel gewesen. Stell dir vor, du wachst auf. Vor dir steht so ein Vieh. Junge, erstmal kreische des Todes und hoffe, es ist nur ein Albtraum. Das Vieh ist auch selten dämlich, ne? Ja, immer so den, weißt du, da sind so viele Zombies? Nein, man nimmt immer den, der gerade den Lightning-Rod hat. Zack, Nisa wird zack, durchstochen. Junge, mit der Klapperschlange kann man voll die guten Nahkampf-Tipps machen. Mit der MG, mit dem Messer. Equip die mal und mach Nahkampf anpacken. Mit dem MG? Mit dem Messer vorne. Hat das Messer überhaupt vorne dran? Ah ja, hat tatsächlich eins dran. Ja, ist ein Bajonett. Krass. Macht das bei dir keine Messerangriffe? Nö. War jetzt wie bei mir gerade? Nö. Komisch. Vor allem der Boss interessiert uns gar nicht. Ja, weil wir eh darauf warten, dass der mit dem Lightning Rod da wieder dran geht. Ah, ich glaube, der hat aufgegeben. Jetzt können wir Nahkampf machen. Oder auf seine Augen. So, Augen geben. Komm, gib ihm Augen. Oh Gott, wir haben erst ein Auge zerstört. Wir müssen das zweite nochmal genau dasselbe machen, ne? Der explodiert und 3 Millionen Einzelteile gerade. Ja, aber es ist ja noch eh noch nicht vorbei. Ich werde jetzt nochmal aufspießen. Ah, da ist das zweite Auge. Der Blitzableiter! Der Blitzableiter, ich hab ihn noch in der Hand, verdammt. Oh nein, das Auge ist wieder zu. Ich hatte den Blitzableiter in der fucking Hand gehabt. Verliert er bei dir auch gerade Arme? Ja, jetzt kommen noch welche. Ja, ich will den Blitzableiter haben, aber ich krieg ihn gerade nicht.
Die Augen sind kaputt. Ja, wir müssten jetzt den Blitzableiter haben, aber ich... Ah, den hat er sich genommen, sehr gut. Und hier müsste er eigentlich aufgehen. Hoffe ich mal. Ja, solange wie die Cutscene schon dauert mit der Aufladung. Er guckt dann einfach zu, so rein, warte bis der Blitz eingeschlagen ist. So gut, wir fliegen wieder 10 Meter weit weg. Weil ich hab jetzt nicht mehr so viel Lebenszeug. Also ich muss an meine First Aid Sprays gehen. Da ist keine Muni mehr. Das wäre auch ein Problem. Auf zum Heli! Der Boden ist instabil! Das ist voll die Jurassic Park Musik. Nein, nein, nein. Ja, merkst du das nicht? Ja, so ein bisschen, ne? Hey! Ja, ich wollte 1 plus immer Musik. Alliteration, Alliteration, ne, Wiederholung, Wiederholung. Junge, du musst da schon Ahnung haben, wann die Wiederholung. Alle komm. Alliteration und Wiederholung kann auch jeder sagen. Wer von uns nimmt die RPG und wer von uns fliegt? Vorwärts! Vorwärts ist jeder schon dran. Da ist du fliegst wahrscheinlich wieder. Das heißt, ich muss die harte Arbeit machen und schießen. Mist. Ja, das war doch auch bei Resident Evil 4 so gewesen. Mist. Ja, ist doch ein Grund, Mist zu sagen, wenn das wie immer noch nicht tot ist. Das ist schon der 5. Kampf gegen das Ding oder so, ne? Ja, Rocket Launcher, jeder kann ihn equippen. Gut. Dann, zack, Augen. So, das macht er nicht. Warte, wir haben nur einen Schuss. Ja gut, egal. Man braucht es ja jetzt auch nicht. Dieses Spiel macht mich fertig. So, ich schon wieder schnell gezischelt, zack. Jetzt wieder ins Feuer. Und dann wieder die nächste Form. Was wird da als nächstes sein? Jetzt wird er zum Eichhörnchen hier. Oder zum Vogel, damit er hier gleiten kann. Okay, oder auch nicht. Er wird sogar ausgespießt. Aber wo ist jetzt der Unterschied, davon aufgespießt zu werden oder von Edda von hinten aufgespießt zu werden? Kannst du mir das mal sagen? Nix, siehst du doch, guck. Er mutiert wieder. Nee. Ja? Hier ist ja das dran gegeben. Jetzt geht das alles ins Trinkwasser. Gutes Zeug. Direkt Gebäudereinigung rufen. Piepenbock raus. Was soll das? Machst du das auch in der Nachtschicht? Alles sauber jetzt da unten. Ganze Blutlache, guck da mal, ey. Wow, das Umbrella-Zeichen. Ja. Edda ist weg, der Schwester. Ist tot. Na los, auf zum Hubschrauber. Let's get to the chopper. Yeah, ich habe okay, eine Raketenwerfer immer noch. Ich schaffe immer noch. Ich habe immer noch 4 Stück. Wie bei Resident Evil 4 kann man jetzt das Ende machen. Ey, Seife. Nein. Was ist das? Ich laufe im Spiegel. Ist das Adas? Adas Etui. Hier, so Dings. Junge, wo wissen die, dass Ada so einen Spiegel hatte? Das war ja eine Frage, ist das Ada? Vielleicht war es ja auch ein Spiegel von Charis oder so. Das ist. Ja, siehst du, die Frau kriegt erstmal den Spiegel und ich nehme dann die SIM-Karte. Speicherkarte, aber okay. Ja, das sind Beweise für Simmons Schuld. Junge, so wie die Speicherkarte da reingeschoben werden. Nehmen wir so Handys, gab es noch nie, die da im Spiel haben. Das Spiel ist vor unserer Zeit. Guck, sag ich doch. Leon! Roger, wir kommen zurück. Bis später. Doch, jetzt ist das Handy kaputt. Jetzt kommt der nochmal raus, so. Von unten, so. Mein Gott, das ist so müde. Du hast doch gar keine Geschichte hinter dir. Du fliegst sogar.
Ja, aber ich glaube, keiner von uns macht die harte Arbeit. Ich bin nur geflogen, weil jetzt die Hauptkamera auf mich gerichtet war. Sonst wäre ich nicht geflogen. Yeah, was ist die E-Gitarre? Was ist Leon? Was ist die Leon-Story? Ja. Alter, das geht voll ab. Voll der funky Ambient-Sound. Ja, was hat der von da gespielt? Am besten auch noch so ein Gesicht verziehen, immer so die Mien, so oder Jimi Hendrix. Mit dem Wawa-Pedal. Johnny be good. Johnny go! No, Johnny go! Johnny be good. Jetzt kommt das Schlagzeug zu, ganz leise. Also aber nicht so schnell wie bei dem einen Song. Weil die Melodie ist ja so ähnlich und dann das Schlagzeug. Krass, ich überspringe hier, mein Gott. Der ist auch gelb. Boah, ist mir warm. Ja, war für Dings ab hier, Ventilator. Das hört man nicht. Und so ein bisschen, wie du gesagt hast. Boah, ich glaube, ich muss jetzt hier nochmal, das geht nicht anders. Was? Was ist wirklich ein Ventilator? Oh nee. Sonst penne ich hier ein. Und das hätte ich wach. No. Jetzt wieder. Ja, guck, immer noch hier. Abspann. Hier geht ja noch ein Schuss. Ich lass jetzt wieder an deinen Wangen oder irgendwo oder an deiner Oberlippe immer noch irgendwo Tabak rumhängen. Matthew Mercer. Hat der nicht McCree bei Overwatch gespielt? Matthew Mercer. Ja, der hat Overwatch, hat der McCree gespielt, tatsächlich. Siehst du, ich wusste doch, dass ich die Stimme. Na gut, aber das ist die amerikanische Stimme. Dass ich die Stimme. Den Synchronsprecher kannte vom Namen her. Kirk Thornton. Jan Ching Eugene Harden. Hi Brennemann. Wie lange machen wir denn heute? Kommt auf an, wie lange das in Outro jetzt geht. Also so lange wird es wohl nicht gehen. Wir sind ja jetzt schon beim Facial Scan. Studio Bukake Inc. Bukake? Der dritte Flur. Pre-Visualization. Chris Edwards. Wer das hier? Melissa Thompson. Thompson. Die guten alten Zeiten. Thompson Crate öffnen.
Hatscha. Hatscha. Jetzt hast du schon wieder Bock drauf. Kommt nicht sogar ein zweiter Teil raus vom Crossfire? Echt? Direkt gekauft. Nee, ich glaube sogar, dass das. Ich glaube, es war sogar der Fall. Ja, hat man angekündigt, aber auch schon vor 10 Jahren, oder? Warte mal, gucken wir mal. Was? 2016. Crossfire 2 Mega hat aus Asien soll auch im Westen funktionieren, vor 3 Jahren. Ja, pff. Da wird nichts mehr kommen. Irgendwie Alter, mein Handy das so erste Akku. Bild, was da von dem Artikel kommt. Ja, vollkommen falsche Kurven, falscher Bild der Frau, aber Hauptsache, man kann Geld machen mit Loot Crates. WhatsApp-Virus. Virus befällt Messenger. Weltweit schon 25 Millionen Geräte infiziert. Ja, und du sendest hier irgendwelche Links zu irgendeiner App, wo keiner von dir irgendeine Nachricht kriegt und du nach fünf Tagen sagst, wie seid ihr denn nicht einfach runtergeladen? Dein Bruder meinte auch, sein Handy wird nicht mehr funktionieren. Was? Dein WhatsApp. Mein Bruder. Ja. Hast du ihn angeschrieben oder was? Ja, hat er bei Facebook gepostet. Ja, das kann ich dir sagen, warum. Der Idiot. Hast du. das wird so anfängt, ne? Der Idiot. sein Handy. Ja, gut, ich muss vorsichtig sein. Aber vielleicht guckt er sich nicht hier den Abspann an. Der hatte sein Handy. Weggelegt und sich dann nach einer längeren Zeit, wo der Akku dann leer war, wieder aufgeladen, ne, musste dann sein Handy entsperren und die falsche PUC eingegeben. Ja, und hatte dann seine Unterlagen nicht mehr dazu gefunden hier und auch nicht bei sich zu Hause und hat sich jetzt anscheinend auch eine neue Nummer geholt, weiß ich gerade nicht. Aber theoretisch, wenn er sich unter dem wenn er die alte Nummer noch hat, kann man doch sogar noch irgendwie die WhatsApp-Nummer übernehmen. Dann steht doch dann, hat Nummer gewechselt auf bla bla. Ja, eigentlich schon. Aber ich glaube, da fehlt dann das technische Know-how, dass er das richtig eingestellt kriegt, wenn er jetzt einen tatsächlichen neuen Sinn hat. Aber das ist irgendwie wohl, dann kann momentan ihn gerade keiner erreichen, wenn der jetzt tatsächlich den neuen hat. Ja, muss ja einfach weitergeben, die Nummer. Ja, der ist ja einer der ganz Sozialen, wie wir wissen. Aber da sollte man dran denken, wenn er am Montag hier. Aber heute doch, der war doch zuletzt online. Und zuletzt online heute 15:38. Ja, weiß ich nicht. Wann hat das denn verkackt? Du hast doch bei Facebook jetzt geguckt. Ich weiß es nicht. Also, der war auf jeden Fall vorgestern war er hier. Gestern war er hier. Der hat. Also, er war gestern auf jeden Fall hier und hat sich das Zeug geholt. Vor 2 Stunden geschrieben, mein WhatsApp funktioniert auch nicht mehr. Ach, 2 Stunden? Ja, keine Ahnung, aber heute Nachmittag war das sogar noch online. Ha. Ich glaube, meine Nase. Ja. Was du dir für ein Zeug einjagst? Brauchst du dich nicht wundern. Special thanks to Valve for use of the Left 4 Dead 2 Content. Was? Hä? Left 4 Dead 2 Content? Was haben sie denn da in Left 4 Dead 2 verwendet? Zombie-Animation, keine Ahnung. Ja, die sahen bei Left 4 Dead ein bisschen besser aus. Ey, beleidiger Spiel. Willst du das jetzt verteidigen? Ja, bestes Spiel. Cock Warner Brothers Sound! Dolby Digital, Junge! Sound du Binary Sonorio! Deiner Combo, Junge! Ist gleich Rennverkehr, Junge! Funworks! Der steht da Piepenbrock! Junge, dann bist du direkt dabei und du so. Schlaf! Hast du richtig Konkurrenzdenken geschaffen? Ach, wir haben mit uns nichts am Hut! Weil sie keine Konkurrenz. Bodenreinigung gemacht. Da sind zwei ganz unterschiedliche Branchen, ich glaube. Ja! Das weiß der zweite Teil, kommen jetzt noch die anderen 3 Millionen. Nee, das war's. Wie
das war's. Ich dachte, es gibt noch andere Kapitel. Das war's mit Leon jetzt. Und dem der Endcutscene. Das heißt, wir müssen uns jetzt jedes Mal hier diesen Abspann angucken. Vielleicht kannst du ihn bei den anderen Episoden überspringen. Loading. Oh, es kommt noch eine Cutscene. Wo sind wir denn da? Deborah Harper. Ach so, bei deiner Schwester da. Junge, du bist auf dem Friedhof, wir nicht. 91, 2013, rechten Recht. Ah, schon zu alt, Junge. 22. 21. Was ist jetzt da dein Problem? Ja, für Pedo-Lorenz. Was jetzt für Pedo-Lorenz wäre, wäre es jetzt zu alt schon. Dankeschön. Aber 21 ist für dich doch hier. Warum steht da Security? Ich bin bereit. Weil du bereit bist. Jetzt wirst ist das Shepard? Ist das Shepard? Nein, das. Nee. Jetzt wird geheiratet auf dem Friedhof. Achso, nee, du erschießt dich jetzt selber. Aber meine Rolle beim Angriff. Ja gut, dann erschießt du mich halt. Die Untersuchungskommission hat die Beweise überprüft und abgelehnt, sie verantwortlich zu machen für Simmons Verbrechen. Außerdem wird nichts davon an die Öffentlichkeit gebracht. Ja, nice. Der Präsident hätte das Gleiche getan. Hä, wir haben doch ein ganzes Land ausgelöscht. Ne, wir doch nicht Simmons und Edda. Wir haben es versucht zu retten. Also, war nur Shiner, ne? Wollen wir uns dem Team anschließen? Aber da ist es doch auch ausgebrochen. Wie am Anfang nee, aber da ist es doch auch ausgebrochen in den USA. Wieso ist denn da jetzt wieder alles normal? Leon. Ja, jetzt ist Simmons tot und die haben doch gesagt, die haben eine Lösung zur Heilung des Virus gefunden. Bevor wir jetzt zurückgekommen sind, hat das doch hier die Shepard gesagt. So plötzlich auf einmal, ah, wir haben leider Heilung. Ja, jetzt müssen wir Simmons erledigen. Das ist alles gut, wir sind da. Junge, das ist echt der schlechteste Teil. Junge, der hat Action, der hat Klischees, der hat Humor. Was willst du denn? Alles, was du haben willst. Und der hat vor allem Skillpunkte. Jetzt, pass auf, jetzt habe ich wieder einen S-Rank raus und du hier mit deinem billigen A oder so. Beide A. Ja, okay. Ja. Ich habe mehr besiegte Feinde als du. Ja und? Dafür habe ich mehr Accuracy als du. Ich habe weniger Tode, eigentlich hätte ich den S-Rank verdient. Ja, dass du den S-Rank verdienst, sehe ich genauso. Und ich habe die ganzen Secrets gefunden, die hast du nicht gesehen.